Hallo und herzlich willkommen hier bei Word of Play. Ich bin der Lutz, wir sind hier immer noch bei den Romulanern und wir können endlich den Planeten des galaktischen Unsinns verlassen und hinüberschreiten zum nächsten Arc. Und zwar haben wir jetzt erstmal eine kleine Tutorial-Mission, und zwar Stimme der Stimmlosen. Da wir nun die Verbindung zwischen den Elachi und dem Taichi aufgedeckt haben, können wir davon ausgehen, dass sie uns nun unverhohlen angreifen werden. Melden Sie sich bei Admiral beim Admiral. Er koordiniert alle Operationen gegen die Taichi-Elachi-Operation Gedöns. Nein, da steht nur Elachi-Lutz. Wir müssen jetzt irgendwo hin, in den Beta-Quadranten. Wo genau müssen wir dahin? Wir transwarpen einfach, wisst ihr, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock, wieder durch die halbe neutrale Zone zu fliegen. Mal gucken, was der Admiral von uns will. Oh, ich wette, ich könnte mir vorstellen, ich weiß, wo der ist. Der ist hier unten? Wow, bin ich gerade froh, dass ich getransworpt bin. Das hätte ja, guck, überlegt euch mal, wir waren hier ganz oben. Bis hier ganz runter, da hätte ich ja Stunden für gebraucht. Eieiei. Ich habe die Berichte von Sub-Commander Nadell erhalten. Halten Sie Ihr Schiff bereit. Mit Ihnen auf der Station können wir schnell auf jede Elachi-Aktivität im Sektor reagieren. Auf der Station? Soll das nicht einfach nur auf Station heißen? Ach, was auch immer. Sie haben sich als sehr einfallsreich und nützlich erwiesen und ich freue mich, mit Ihnen während dieser Operation zusammenzuarbeiten. Ich werde Sie erneut kontaktieren, sobald ich Informationen über die Elachi-Aktivität erhalten habe. Im Moment habe ich nichts für Sie. Lügenschwein, da steht eindeutig entführt. Oh ja, hier ist ein Pad. Ich sehe schon. Oh, ich habe wirklich einen Auftrag für Sie. Subcommander, wir empfangen ein Notsignal der Real Station im Shulan-System. Kennen wir das nicht irgendwoher? Eine Elachi-Streitkraft nähert sich der Station, die für ein derartiges Gefecht schlecht ausgerüstet ist. Ich entsende die RRW Incepterus zur Unterstützung. Setzen Sie sofort Kurs und tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, um die Elachi aufzuhalten. Was kriegen wir denn Schönes? Natürlich Ground Stuff. Könnte das vielleicht diese berühmte Elachi STF sein? Rio Station? Genau, das finde ich eigentlich so geil an der Mission. Es gibt hier verschiedene Mission, die wir als STF dann später bekommen. Fand ich irgendwo clever. Aber okay, wir sehen uns dann gleich bei Rio wieder. Bis dahin. Wir sind bei Rio angekommen in einem wunderbaren, formidablen Ladebildschirm und sind jetzt bei Entführt und da ist Rio Station. Sub-Commander, Elachi-Schiffe greifen die Station an. Okay, dann holen wir sie uns mal. Soweit wird es noch kommen. Es wäre jetzt allerdings auch interessant, wenn sie zu der STF noch einen Spaceport gemacht hätten, wo man Rio Station verteidigen muss. Das klingt auf einmal nach einer richtig coolen STF. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist doch unser allererster richtiger Kampf gegen 100% Elachi. Die sind ganz schön nervig, können sich überall hin und her teleportieren, haben hier ihre speziellen Fähigkeiten. Und da kommt ein Esgotloff-Schiff. Ich habe keine Ahnung, halt das Schiff von Star Trek Enterprise von der Episode Lautloser Feind. Ich liebe dieses Schiff und ich bin immer wieder am Überlegen, ja, so eins mal zuzulegen. Allerdings müsste ich das mit Elachi-Kanonen fliegen. Und ich weiß nicht, ob das, naja, so effektiv ist. Aber ich liebe die Dinger. Die sind so geil. So, das war's. Wow. Wir haben sie zerrissen.
Ach ja, übrigens, das war dein schlimmer Abschied für mich. Ich muss meine Mogai nachher verlassen. Nein, dafür kriegt man die Derridex Warbird. Na, mal gucken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Subcommander. Die Elachi haben uns wiederholt angegriffen. Bei jedem Angriff entführen sie mehr Mannschaftsmitglieder, was es noch schwieriger macht, sich gegen die folgenden Angriffe zu verteidigen. Mir bleibt nur eine Minimalbesatzung und unser Singularitätsantrieb wurde in der letzten Schlacht lahmgelegt. Warum auch immer wir einen Singularity-Antrieb haben, wir haben halt so einen. Meinen Sie nicht eher Ihr Singularitätskern? Ja, keine Ahnung. Cryptic hat das übersetzt. Und, ja, Sie kennen doch mittlerweile die Übersetzung von Cryptic, oder? Die ist nun mal schlecht. Deswegen haben wir einen Singularitätsantrieb. Wir reden hier von der Station Cryptic. Boah. Bah. Alter, diese Übersetzung. Boah. Okay, schreibt sie kommen. Soll ich das Spiel auf Englisch spielen? Egal. Wenn Sie helfen wollen, bringen Sie ein Team zu meinem Maschinenraum. Vielleicht werden einige helfende Hände den Unterschied machen. Ausmachen, was auch immer. Dann gucken wir uns jetzt mal da unten um. Das sollte gar nicht mal so lang gehen heute, das Video. Wir kennen ja Rio, das geht ja relativ fix eigentlich. Oh mein Gott, hier ist die Station mal wieder mal gut. Wir sind da, Kyle. Wo sind Sie? Kyle? Down Das in ist richtig. damage control. Use the access shaft to get down here. Okay. Es ist hier mal ausgeleuchtet, wollte ich noch sagen, aber ich glaube, jetzt gehen wir runter in den dunklen Bereich. Warum leuchten hier die Dings? Taschenlampe mitnehmen. Oh, nö, brauchen wir nicht. Hallo. I need a few extra pairs of hands. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir können die Hilfe gut gebrauchen. Mit jedem Angriff der Energy nehmen wir mehr Schaden und verlieren mehr Crewmitglieder. Nun sind Sie bereit, kritische Systeme zu deaktivieren und ich habe nicht genug Leute über, um die Reparaturen durchzuführen. Okay. Sie haben die Hauptenergie abgeschaltet. Könnte mal bitte einer Licht anmachen? Ich stelle jetzt die Notenergie wieder her. Die letzten Elachi-Angriffe hat der letzte Elachi-Angriff hat unseren Singularitätskern beschädigt. Hey, der sagt Singularitätskern. Ein Glückwunsch. Es gibt keine Gefahr mehr für eine vollständige Abschaltung. Jedoch ist die Hauptenergie deaktiviert. Jedes Mal, wenn meine Leute und ich Fortschritte erzielen, schlagen die Elachi erneut zu. Wir müssen sie davon abhalten, ihre Geräte einzusetzen, damit meine Leute sich darauf konzentrieren können, die Energieversorgung wiederherzustellen. Okay, dann gehen wir jetzt mal runter. Oh, es ist hier ein wenig detaillierter, würde ich sagen. Bei der Elachi, bei der Rio Station STF ist es ja eigentlich bloß so, man soll 6 von den Geräten deaktivieren. Hier sind es insgesamt 21. Ah, und Spider-Man ist back. Yay! Ja, in letzter Zeit, wenn ich mit den Jungs Rio gespielt habe, habe ich diese Wichsspinne Spider-Man genannt. Geht doch mal weg. Also Mecha Spider-Man ist echt eine nervige kleine Arschpratze. Schön interessant, dass er jetzt vor kurzem für den neuen Spider-Man-Film der Trailer rausgekommen ist. Koexistenz? Glaube ich nicht. Okay. Dreie noch. Da drüben war einer. Elachi-Gerät. Gott, die STF ist sehr. Wie gesagt, die Mission ist ja sehr viel angenehmer als die STF. Hier kann man wenigstens mal was sehen. Hier ist es nicht so dunkel. Oh, da. Ey, ich hab den doch eben abgeknallt, den Spider-Man. Ey, da, Tovan, geh mal dahin und lass dich abknallen. Stirb, Spider-Man. So, hier ist alles sauber. Ah, ihr steht hier also auch immer noch rum. Sehr schön. Geh weg, Elachi, geh weg. Puff. Der Walker da unten ist kaputt. Dann lass uns mal gucken, wo gehen wir jetzt hin? Plasmaverteiler? Oder Technikverwaltung? Nein, das ist dann hier Plasmaverteiler. Geh! Wieso? Ich hab den doch eben. Oh, ich hasse Spider-Man so sehr. Boah. Diese scheiß Spider-Roboter, die sind so irre nervend. Oh, da oben ist eins. Okay.
Mecha Spider-Man, stirb da, wo du jetzt standest. Noch ein Mecha Spider-Man. Wie viele gibt's denn von euch hier noch? Es wird dann später richtig nervend. Ist auch so richtig, richtig nervend. Der ist platt. Da ist ein Gachi-Gerät. Jetzt noch zwei. Da drüben haben wir noch einen. Gott, wo sind diese Dinger? Toll. Nur Spider-Mans. Ich suche aber diese Elachi-Geräte. Oh, da ist noch einer. Dass die aber auch nachspawnen, ey. Das ist doch zum Kotzen. So. Wo bist du? Komm raus, Gerät. Wir wissen, dass du hier bist. Dort eins? Nee. Nur die Konsole ist deaktiviert. Da steht ein Phaser-Geschützter und ein Plasma-Geschützter. Was auch immer. Hä? Ach, da oben ist eins. Zählt da vorne, ist das letzte. Und natürlich kommt auch noch Mecha Spider-Man mit. Ah, zu spät. Eine Sekunde zu spät. Energy-Gerät, sehr schön. Damit hat sich das gegessen. Also die Elachi haben auch nichts anderes als diese blöden Minen, oder? Das ist doch zum kleine Kinder produzieren. Egal. Ich mag die Elachi, auch wenn Mecha Spider-Man extrem nervend ist. Wow! Alter, hat er mich jetzt erschreckt. Wo kommt der her? Die Elachi als solches finde ich eigentlich richtig cool. Oh. Hallo, Gerät. Der Gerät ist kaputt. Nun holen wir uns den Elachi Beta. Warum ist das eigentlich Elachi Beta? Sind das Sierra Virogen? Elachi einfacher. Wird das nicht eher heißen einfacher Elachi? Whatever. Da hinten haben wir ein Elachi-Gerät. Das hier vorne hat sich weggebeamt. So, zwei noch. Achso, Ah, gut, ist ja Tovan angefallen, ja. Tovan kann ruhig überfallen werden. Gut. Ich muss in der Schadenskontrolle mit ihnen sprechen. Warum redest du nicht? Ey, wie auch immer. Aren't responding. I think the Elachi are back and they're abducting the repair teams. Get out there and stop them. Okay. Are you here to help? Ich habe den Kontakt zu einigen meiner Techniker verloren. Diese verdammten Elachi nehmen sie vermutlich, wofür auch immer sie diese vielen Entführten mitnehmen wollen. In jedem Fall kann es nicht gut sein. Bitte retten sie so viele, wie sie können, bevor die Elachi mit ihnen verschwinden können. Tja. Was auch immer die Elachi mit dem vorhaben. Ich schätze mal, Seela übergeben zu Verhören und Borg-Experimenten und so. So, jetzt hoffen wir mal, dass das aufgebaut ist wie die STF. Dann weiß ich nicht, wo die alle rumstehen. Hier sind zwei, dann im Gang müsste einer sein. Na, mal sehen. Werden wir gleich sehen. So, den Dings hier. Die Elachi haben hier diese Geschütztürme. Die finde ich sau interessant. Die teleportieren ein... Die Person, die sie gerade anvisieren, zu sich selbst und halten sie dann da fest. Diese Geschütztürme sind schon recht praktisch. So, hallo Techniker, Sie sind frei. So, da hinten haben wir noch... Okay, ich würde gerade sagen, noch ein Beta, der sich jetzt Verstärkung holt. Sehr schön. Es wundert mich gerade allerdings, warum haben... Seht ihr, das meine ich. Das Ding hat uns anvisiert, hat uns angegriffen und dann stehen wir neben dem Teil und können uns nicht hier rühren. Extrem praktisch, die Teile. Nein, was will ich eigentlich gerade sagen? Ich wundere es, dass wir bei Star Trek Armada 3 keine Elachi sehen. Wäre echt ein interessanter Gegner. So. Ja, ja, sie müssen sich nicht mehr kräuseln, sie können jetzt verschwinden. So, jetzt müsste hier in diesem Gang einer stehen. Tut auch. Sehr schön. Das ist hier wie ein Tutorial für die STF, wa? Ah.
Und natürlich holen die sich hier Verstärkung. Während in der STF da ja gleich das richtige, die richtige Teamanzahl steht an Elarchi. Pro Techniker. Oh oh, jetzt geht mir gerade so durch den Kopf. Ich möchte gar nicht wissen, wie schwer nachher der Endboss wird hier. Der Endboss in der STF ist ja eigentlich relativ okay. Hier könnte es nervig werden. Na, mal sehen. Da steht schon der Beta und Spider-Man kommt. Aber wir haben ihn geröstet. Sehr schön. Hier geblieben, Beta. Scheiße, jetzt ist er weg. So, rein theoretisch steht jetzt hier oben einer, ne? In der Ecke, ja. Und noch mehr Elarchi. Aber wie die Elarchi für einen Techniker immer gleich 6 Personen holen müssen. Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand, um einen Techniker zu entführen? Spider-Man, schönen guten Tag. Lange nichts gehört von dir. Arschloch. Ah. Gott, der pisst sich ja hier in der Hose. Meine Güte, reiß dich mal am Riemen. Sei ein Mann. Ich würde jetzt Fangs sagen, sei ein männlicher Mann. Gut. Dünn. Alter, diese Elarchi-Betas, dass die hier immer in diesem Gang stehen müssen und mich zu Tode erschrecken. Wo ist dein Team? Hier geblieben. Ja, dann halt nicht. So, hier in der Ecke ist einer. Und da müsste noch mal einer irgendwo im Gang stehen. Mir fällt gerade ein, wäre jetzt nicht das TR116 von besonderer Effizienz. Leider können wir noch keines haben. Schade. So, den Ingenieur. Achso, halt, da steht noch einer. Ich will gerade sagen, warum können wir den nicht aufheben? So, sie dürfen jetzt die Toilette aufsuchen. Lernen sie sich aus. Ihre Mission geht gleich weiter. So. Der letzte Techniker müsste jetzt hier durch die Tür sein. Das auch. Wow, 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 wow. Ich mach die Tür auf und natürlich instant 5 Elarchi in mein Gesicht. Puff. Ah, wir müssen mal jetzt schnell den Walker hier ausschalten. Oder dieses Ding teleportiert uns direkt in einen Mecha-Spider-Man. Yay! Ist das nicht toll? Nein, eigentlich ist es nervend, aber egal. Daran muss ich mich jetzt gewöhnen. Au. Au. Alles geröstet. Sehr schön. Ey, Sie können jetzt ebenfalls die Toilette aussuchen. Ich muss mit Ihnen in der Schadenskontrolle reden. Ja, ja, wir kommen ja schon. Ach so. Dr. Katzin. Okay. Mit Chefingenieur sprechen. Der Singularitätskern, nicht Antrieb, ist wieder funktionstüchtig. Jedoch versucht die Elarchi erneut, ihn zu sabotieren. Können Sie sich vorstellen, was geschieht, wenn wir die Kontrolle über den Singularitätsantrieb verlieren? Das scheint nicht so schlimm zu sein, weil eigentlich keine Station einen Singularitätsantrieb haben sollte. Was ist jetzt dein Problem? Aha. Es wird sich ein kleines schwarzes Loch in diesem Raum bilden. Ja. Die Romulaner nutzen eigentlich schwarze Löcher zur Energiegewinnung. Wie auch immer das gehen soll, frage ich mich jedes Mal. Aber na gut. Wenn wir eins nicht wollen, ist das hier ein Predator. Es ist ein Wort Predator? Sehr interessant. Ein richtiges Wort, meinte ich. Nein, aber ich denke nicht, dass ich unbedingt sehen möchte, wie ein Elarchi ein schwarzes Loch hier in der Station öffnet. Auf der anderen Seite werden dann all diese Mecha-Spider... Jetzt bin ich nicht wirklich durch 2 Mecha-Spider-Man gestorben. Oh Gott, ich hasse diese Scheißdinger. Bah. Es ist aber noch nicht so schlimm wie Rio. Quatsch, nicht wie Rio. Du Quark. Es ist noch nicht so schlimm wie, Nimbus. So, jetzt sind wir auch mal ein bisschen vorsichtiger. So, du prähistorisches Ding, komm her. Du kriegst jetzt erstmal von mir alles und noch viel mehr.
Friss Plasma. Da ist er tot. So muss das sein. So und nicht anders. So, einmal das Elachi Device abnehmen und das sollte dann auch schon die Mission gewesen sein. Elachi Device may provide us with some useful intel. We can make a full analysis once we get it back to the ship. Jawohl, das war's auch schon. Das war also Defend Rio Station Storyline Edition. Sehr schön. Oh, entschuldige bitte. Aber wieder keine Luft in diesem Raum. Ich bin sehr erfreut, dass die Station gerettet wurde. Die Zunahme von Elachi-Angriffen ist jedoch alarmierend. Immer mehr Leute verschwinden. Bevor wir alles verlieren, müssen wir in Erfahrung bringen, warum die Elachi so viele Gefangene nehmen. Höchstwahrscheinlich, weil Sela Experimente machen möchte. Keine Ahnung. Congratulations. So, da sehen wir es auch schon. In der nächsten Folge bei Star Trek Online werden Sie sehen, wie ich einen Dederidex vorhole. Ich werde ihn so vermissen. Mein Bogei. Ich werde ihn vermissen. Okay. Also dann in der nächsten Folge verabschiedet bei uns mein Bogei. Bis ich Level 60 bin, dann kriege ich die Tier 6 Variante und dann wird das alles besser. Quatsch, nicht Level 60, sondern Level 50. Ah. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich da schon drauf. Und ich glaube, ich werde wirklich dieses Experiment wagen und das Ding mit Dual Beams fliegen. Ich habe da eine Idee. Ich bin schon mal gespannt, wie das funktionieren wird. Aber gut, bevor ich jetzt in den Admiral gehe, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und zwar beim Auspacken eines romulanischen Warbirds. Bis dahin, Schausen.